Du musst diese Flasche öffnen und du musst dir dein Geschenk erkämpfen. Ist das ein Ripperschuss oder? Mit Händen, ja. Was? Mit Händen? Natürlich mit Händen. Ohne, dann mache ich nicht die ganze Reise. Nein. Weißt du, haben wir einen Satz dran gemacht? Wie soll ich? Naja, lass es einfach. Gib dir Mühe. Lass es einfallen. Ich kann ihn nicht mal festhalten. Oder hat du nein. Nein. Das Einzige, was du dir zur Hilfe nehmen kannst, ist... Das Einzige, was du dir zur Hilfe nehmen kannst, ist vielleicht ein kleiner Stock, wenn du die Flasche irgendwann mal offen hast, um das ganze Zeug da rauszupulen. Ich werde den nicht offen haben. Na logisch. Alter, das ist so ein Kleber. Ey! Oh, ich hab meinen Guck dir einen Rad ab, ja. Das ist egal, lass mich das. Ist egal, hat er nicht so offen. Ich krieg die das gleich nicht mal ab, Alter. Brauchst du Hilfe? Ich krieg den nicht ab. Mit den Zehen haben wir. Das doch nicht. Zehen. Okay. Ja. Mach mal mit dem Zehen. Ich kann ihn mal anfassen. Hat den gewonnen. Happy Birthday to you. Das sind die Großen da. Ja. Oh. Geh doch einfach, Mensch. Dein Mann hier nochmal. Was soll ich doch am Drehen? Ich kann ihn nicht mal festhalten. Trau dich. Könnt ihr vielleicht so einen Tischrahmen? Aber... Warum machst du es nicht umgekehrt? Den Deckel auf den Tischrahmen denn drehen? Ah, ein gut Flüssigkeit drin, ne? Hat der den Deckel auch festgeklebt? Der Deckel ist nicht festgeklebt, nein. Das war ja meine Idee, aber wir haben es gelassen. gib das Handtuch her. Nein. Oder gib deinen Schal her, ist genauso nutzlos. Ja. Merkst du was? Das schaffst du. Will die Cola noch gut? Einfach verhindern. Oh, ganz nichts selber. Sei ein Mann. Du bist nicht mit aller Wurst zugedreht, Alter. Ich hab nichts zu gemacht. Naja, handfest. Jetzt weißt du, warum ich so gerne mein Geschenk heute wollte. Na klar, mein Auto ist ja auch. Ich will abrutscht, ne? Was bringt das, wenn du zwar nicht gewollt, aber... Was bringt das, wenn die oben abgehen? Was bringt das, wenn die um den Boden liegen? Ist egal. Also das Saugen ist gar nicht... Wie lange Zeit habe ich? Das ist die goldene Minute hier, weißt du? Dieses... Also von deiner Minute hast du bereits 2 Minuten 39 verschenkt. Die perfekte Minute. Genau. Der Kleber ist Spitzenschlüssel. Der Kleber ist gut, scheiße. Aber nicht die scharfe Seite, mein Freund. Mal gucken, vielleicht brauche ich die doch. Nimm doch den Rücken einfach vom Messer. Also du brauchst auf jeden Fall irgendwas, um hinterher in diese Flasche reinzukommen. Die Junge blitzt sich eher an den Messer als die Zimmerkarte. Mann, gib her, das geht so einfach auf. Nicht die scharfe Seite, das ist nicht so scharf. Das heißt ja auch scharfe Seite. Drück doch mit dem Finger gegen die Klinge. Das hab ich geschärft, das will ich lieber lassen. Das ist ein Fleischer, dem macht man nicht vor. Ich glaube eher, dass man den Finger vergessen. Ich sehe keine. Ich sehe keine netten Gäste. Alter, meine Hände. Ich sehe jetzt schon die kleinen Löcher in meinen Händen. Ich hab auch Gäste gesagt, ja. Man kann die Flasche nicht anfassen. Wie lange habt ihr dafür gebraucht? Dann macht doch mal einen raus und hier einen raus. Rat mal, warum wir so spät kamen. Wir haben uns da ein bisschen verschätzt. Oh wow, ist ja gut der Kleber, geil. Oh. Jetzt müssen wir doch den Kleber gehen sollen, was? Welch geniale Idee hier von Fass doch mal richtig zu. Ich hau Löcher in meiner schönen Tischdecke. Ey, wenn ich schon merkst, dass... Ich muss die Flasche auch noch entsorgen, ne? Sonst hab ich Angst für. War aber schöner Granatapfelsaft. Hat es schmeckt, ja. Ich hab's auch. Oh ja, nicht schwer. Alter, da krieg ich das erstmal 4 drin.
Naja, meinst du, kriegst du so leicht raus, oder was? SpongeBob! Oh, dann war man gerade mal die doch gar nicht. Noch mehr SpongeBob. Konfetti zum Sauermachen. Ich liebe euch. Oh, danke schön. Finde ich auch. Ihr lacht. Ja. Ja, du schüttelst es einfach raus. Noch mehr Konfetti. Meinst du, kann er da drauf schütteln? Richtig schön, Fabi, mit beiden Händen. Jetzt passt doch mal richtig an hier. Ich setze euch an. Ja, du bist komm, nach unten schütteln. Ich wollte mich leiden sehen, ja. Ich muss tropfen. Der hat kein Bucky. Aber sie ist positiv. Es explodiert nicht. Noch nicht. Ja, ich dachte, ich denke, das ist nicht unten. Ich dachte, das darin nicht stoppt. Ich glaube, da ja. War irgendwas... Wir hatten eine Gabel zur Hilfe. Solltest du auch irgendwas organisieren? Gibt's denn was? Ja, warte, ich hol was. Ich esse ihn erstmal wieder hier. Machst du nur Rumpfschmutz. Bevor er euch noch damit absticht. Wo gut, ja. Gib ihm das ein Ganzen. Weil er so nein! Oh, er hat das Lametta gefunden. Was? Wolltest du uns die Flasche wieder holen? Gib mal, einfach. Alter, wie dick habt ihr das? Das passt nicht. Oh, oh. Er wollte es haben. Das passt nicht. Lass dein Handy jetzt weg. Ich war ungünstig. Ja. Ich hab mir ganz schnell wieder auf meine Wohnung gedacht. Warst du scheinbar auf einmal in die Wand werfen? Noch. Ich werde dafür eine Hölle schmoren. Oh, dafür gerne. Jetzt wieder SpongeBob. Konfetti! Power by Teddy. Das ist ja so. Oder? Ja. Ihr braucht? Kann man noch benutzen. Also. Wurde erst einmal von Micha benutzt. Happy Birthday to you. Oh komm, da kann ich ja gleich zwei Leute mit anschnipsen. Es war übrigens ihre Idee. Bitte? Nee. Gut zu wissen, sehr gut zu wissen. Aber mittlerweile gewöhnt man sich an diesen Schmerz. Das ist gut zu wissen. Kannst ja weitermachen, ne? Was ist das jetzt? Das ist voll süß. Jetzt soll ich das rauskriegen? Du blutest doch nicht. Das ist gut für die Durchblutung. Doch, an der Akupunktur ist das. Oh. Akupunktur, Mann. Pust mal. Oh. Oh. Hört auf zu pusten, sag ich euch. Ich sollte pusten. Jetzt nicht mehr. Okay. Zündstoff. Hallo, da ist noch was drin, was du brauchen kannst. Ich kann davon nichts mehr brauchen. Okay, dann bin ich zurück. Sag nicht. Übrigens, das ist mal das, was rausgefallen ist. Schon mal hier. Oder im Aufspieß gerade. Ich leg mal eine Seite ins Haar. Ich brauch nichts mehr. Es gibt das Handtuch! Es liegt direkt hinter dir! Nein! Vielleicht solltest du es wieder reinstopfen oder anders rausziehen. Ja. Ah, sorry, das war nicht denke. Das denke ich auch. Zieh mal! Aber langsam! Ist das so schlimm? Nein. Alter. Soll ich jetzt ausziehen? Ja, ich bin gerade viel zu faul, ja. Mach ich noch. Ich hab Angst, dass die Fahrerspiegel sich aber hier aufhält. Nein, nicht aufmachen. Dann schiebst du wieder rein und steckst noch. Ja. Schieß doch wieder rein. Das Schlimme ist, man hätte einen anderen nehmen sollen. Paul ist so hart im Nehmen.
Ja, Paul hat nicht Geburtstag, ist das? Oh je. Gib das mal Fabi wieder. Ja. Alter, stopp das nicht. Wir wollen dich leiden sehen. Schüttel doch mal. Mein Sohn und meine Idee war. Das ist nicht das Gerecht. Schön rumpfiges Gesicht, oder? Fabi, ich hab dir den Anfang gemacht, kannst du einmal. Musst erstmal so, ganz Zeug da so rausmachen. Das sagst du jetzt. Kaputt machen. Ja, machen wir nicht. Und dringend anziehen. Ah, das ist dein Ernst. War das auch deine Idee? Warum? Nee, das kann von mir. Ich hab immer alles meine Ideen. Geil. Ja, aber. Ja, das ist so schön. Ja. Damit du weißt, was du nachher bei der Party anziehen sollst, weißt du? Das ist total cool. Oh, ich hab schon meine Wahl getroffen. Hat doch viel noch Arbeit gemacht. Deswegen seid ihr auch so spät gekommen. Ja. Und hättest das auch vorbereiten können. Ja, war vorbereitet, aber. Wir mussten Geld wechseln, das war das Problem. Und verdienen. Wir hatten zu wenig Reis wechseln. Irgendwie mussten wir 50 Euro in die Flasche kriegen, weißt du? Wie viel? Keine Ahnung. Naja, wir mussten uns einen aufgenommen haben. Wie viel passt denn in die Flasche? Ja, das haben wir uns auch gewundert. Da war alles raus? Fast. Es können nur noch Konfetti drin. Weißt du nicht? Ist leer? Lass mal so runterfallen! Oh, du Idiot! Oh, hab ich zu doll zugedreht? Da war ein Stein dran, ich vergaß! Das tut mir jetzt irgendwie leid. Jetzt mir nochmal in Hand geben, voll im Vertrauen. Selbstverständlich. Du bist so verzogen. Wer will aus der Flasche trinken? Nicht nur, dass er dein Konfetti im Mund hat, ja. Vom Anfang wird es auch schon spaßig. Jetzt muss ich doch so.